Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu... Alter, eigentlich müsste man jetzt von vorne machen. Okay. Herzlich willkommen zu Runtergerannt, unserer Leuchtshow. War wieder ein guter Start. Ein guter Start ins Video und auch ein guter Start in die ersten LEC-Wochen. Heute natürlich wieder mit meinem werten Kollegen, der Mann für keine Verhaspel. Marius, was geht ab? Jo, Mann. Wanna become famous, Alter. Das sage ich doch erstmal. Mods, wo sind Mods? Hilfe. Wir direkt reincashen. Ja, Mann. Warte, da müssen wir uns hier erstmal drum kümmern. Machst du schon, ne? ja, LEC war ein sehr interessanter Einklang in die LEC ersten beiden Wochen. Voll interessant, dass ihr wieder streamt. Musst ja erstmal zwei Streams nachholen. Ey, kein Problem, dafür sind sie ja im Nachhinein da, auf YouTube immer, ne? Und an diejenigen, die es auch gerade auf YouTube sehen, denkt dann, Like da lassen, Abo da lassen. Ihr kennt den ganzen Lachs und in Zukunft natürlich auch gerne bei Twitch mit dabei sein. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dank eurer großartigen Unterstützung hier sind wir rein theoretisch schon in der Lage, monetarisiert zu werden, also Twitch Affiliate zu werden. Das versuchen wir auch so schnell wie möglich in Gang zu bekommen. Ja, wenn es dann soweit ist, dann wisst ihr natürlich Bescheid. Und dann wird es auch die ersten Emotes und so ein Kram geben. Aber mal gucken, wie das dann so aussieht. Ja, und das so zum Techtelmechtel vorher. Und ja, das große Techtelmechtel in der LEC. Beziehungsweise, also, nee, lass mal mit Drama anfangen. Weil das eigentlich schon wieder, das passt eigentlich zu Runtergerannt, unserer Leuchtshow. Und zwar, falls ihr unseren Wochenrückblick schon gesehen habt, da ist natürlich auch eine kleine League of Legends Abteilung mit dabei gewesen. Da ging es unter anderem um den großen Beef zwischen Jankos und Peter Dunn, also dem EG Head Coach. Und bei der MSI gab es ja so ein bisschen anscheinend, also das habe ich nicht mitbekommen, dass es irgendwie währenddessen durchgesickert ist, gab es keine Scrims zwischen G2 und EG. Und das, hatte Jankos irgendwie so mitbekommen, dass das irgendwie so an EG lag, aber da musste der Headcoach von EG aufklären, dass es Riot schuld war, weil dann lieber doch Content gemacht werden muss, anstatt zu scrimmen. Und das fand ich geil auf jeden Fall. Und da hat dann aber auch irgendwie keiner Riot gefrontet, sondern einfach gesagt, ja, ist halt so. Und dann sind alle so ihre Wege gegangen. Haben halt gesagt, ja, wir sind halt shit im Vergleich zu Eastern und dann passt das schon. Also ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich glaube, die ganze Sache mit Jankos und Peter dann auf Twitter, das war sowieso nicht ein Missverständnis, aber das war, ja, man hat so ein bisschen aneinander vorbeigeredet irgendwie und dann ja, halt, ne, haben beide auch gemerkt, okay, das ist irgendwie Bullshit hier und das ist eigentlich komplett unnötig. Von daher war das jetzt auch kein großes Drama, aber ja, die Sache halt mit Riot und dem Content. Also es ist ja völlig normal, dass du, wenn du bei einem Turnier bist, dass dann Content produziert wird. Nur, also ich weiß jetzt nicht, wie das da kommuniziert wurde. Normal weiß man das schon eine Weile im Voraus, wann der Content ansteht und so. Und meistens wird es so gemacht, dass es halt nicht irgendwie einem Scrimblock im Weg stehen sollte. Mhm. Ja. Interessant, das zu hören. Weil, ja, also nee, man weiß jetzt nicht, ob das wirklich irgendwie ein Ding von Riot war, dass das nicht genau genug kommuniziert wurde, ob die Teams das irgendwie verrafft haben. Aber ja, also beides, in beiden Fällen schlecht. So. Ja. im Chat steht gerade noch die sehr lieb gemeinte Frage, wie verlief deine Krankheit? Also für die, die es mitbekommen haben, die letzte Woche war ja kaum Content bei uns, lag einfach daran, dass ich krank war, Marius für Unistress hatte und bei mir, ja, ich habe dann erst gegen Ende der Woche eine Stimme gehabt, also ja, ich habe mich auskuriert und jetzt sind wir wieder in alter Frische da und jetzt kommen auch die guten Videos. ja, aber nochmal auf Jankos EG da zurückzukommen. Also eine Sache, die ist ja aber schon sehr herausgestochen und zwar dieses, ja, also in NA zu scrimmen klingt halt einfach falsch und das bringt halt irgendwie gar nichts. Und da muss ich halt sagen, also das kann ich voll nachvollziehen. Also jetzt so imagine. Das ist halt straight up die Wahrheit, ne? Also imagine so T1 und RNG, die gehen so nach NA zum Bootcampen. Denken sich halt auch so, Junge, was ist hier los, Mann? Ja, das ist ja schon, wenn
wenn Worlds oder MSI in Europa war und da gab es ja auch so diese Memes mit Showmaker, wo der wirklich mental völlig am Ende war, weil die Solo-Queue ihn fertig gemacht hat und der schon so ein Psychopath geworden ist. Ja, also das das fühle ich irgendwie auch nicht. Ich finde, es ist halt immer Regional Differences, klar. Ich finde, kann das schon verstehen, dass auch voll viele so die koreanische Solo-Queue halt auch gern gezockt haben und dann auch die Bootcamps. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das alles sehr effektiv war und so. Aber das ist dann halt die Kacke, wenn du jetzt in NA, ich würde auch sagen, dass Eastern-Teams abgefuckt werden von Bootcamps in Europa zum Beispiel auch. Ist halt einfach die Kacke an dieser ganzen Regional Difference und die wird halt auch, hab das Gefühl, die Kluft wird halt auch, nicht Kluft, die Kluft wird halt auch immer größer. Gleich. Die Kluft bleibt gleich, aber die Kluft wird auch größer zwischen den Regionen. Also, das ist ein bisschen schade. Wann ist World Cup und wer ist euer Favorite? Gibt's schon einen Termin für Worlds? Ist ja eigentlich immer im Oktober, ne? Ja. Ich glaube, letztes Jahr, Anfang war irgendwie Ende September, die letzten Septembertage und dann Oktober das Main Tournament. Mhm. Ist hier, also hier steht noch nichts bei Liquipedia zumindest. Favorit ist natürlich immer schwer. Also ich meine, wenn wir jetzt auch die LEC angucken in den ersten zwei Wochen jetzt, da muss man ja auch sagen, also die Power Level sehen dann auch irgendwie ein bisschen geschiftet aus. Und auch wenn wir letzte Season angucken, wie gut die Teams halt in der Regular Season waren und wie dann die Playoffs ausgegangen sind, wie gesagt, da kann man dann halt erst irgendwie was zu sagen, wenn man die Teams dann halt nach den Playoffs irgendwie beurteilen kann. So muss ich sagen, gibt es aber schon einige positive und einige negative Überraschungen in der LEC. Da können wir ja mal direkt, glaube ich, mit der ersten ganz klaren negativen Überraschung anfangen. Also Misfits. Was ist da los, Alter? Also das ist ja ganz schlecht, was da abgeht. Okay, sorry. Ich habe gerade das Misfits Player Roster aufgemacht und der Top-Laner von Misfits Premier heißt einfach Kakos, Junge. Okay. Misfits ganz, ganz schlecht. Auch im ersten Game im Übrigen nicht einen einzigen Kill gemacht. Gegen Excel war das, meine ich. Also das sieht überhaupt nicht gut aus für Misfits. Und macht mir auch ein bisschen Sorgen. Also natürlich muss man auch sagen, okay, jetzt mit Irrelevant muss man gucken, wie er sich jetzt auch macht. Ich glaube, Misfits beißt sich ein bisschen in den Arsch, dass sie Summit nicht bekommen haben von Cloud9, weil ich glaube, der wäre halt absolut genau die richtige Wahl gewesen. Ein Carry-Top-Laner oben, der halt ja auch mal so ein Spiel alleine entscheiden kann. Und für Summit wäre es halt auch gut gewesen, weil er halt in der Midlane WTO hat, der halt auch viel Fokus abbekommt. Das heißt, er würde nicht so weggecampt werden und so gebrochen werden, wie dann in NA, wenn halt der komplette Fokus irgendwie auf der Top-Lane liegt und der Arme dann einfach nur in zwei Teile gebrochen wird, oder wahrscheinlich mehr. Körperlich und mental. Ja, das war wirklich krass. Und so muss man halt gucken. Also ich gebe Misfits noch nicht auf, weil wir haben schon oft gesehen, Fehlstart und neues Roster, in Anführungsstrichen da jetzt mal gesagt. Und ich meine, man hat jetzt auch das letzte Game, war es glaube ich, was sie gewonnen hatten. Müsste das letzte Game gewesen sein gegen SK. Gut, es ist auch nur SK, aber ich warte nochmal bei Misfits ab. Aber so als Dark Horse würde ich Misfits jetzt erstmal irgendwie nicht bezeichnen und auch nicht irgendwie als Team Stand jetzt, was irgendwie ein safes Playoff-Team ist. Ja, das war ja auch, Misfits war ja schon letzten Spring Split, das war ja schon das größte Überraschungsteam eigentlich, wie stark die dann doch ausgesehen haben im Regular Split und dann in den Playoffs halt schon wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt wurden, wie das auch schon die meisten predicted haben, weil du hast halt WTO gehabt, der eindeutig Regular Season MVP war, 100% verdient, der hat Misfits halt echt hart gecarried.
möchte ich nochmal anmerken, habe ich schon in der Preseason Prediction gecallt, dass das eine absolute Möglichkeit ist. Ne? Das möchte ich sagen. Ja, das ist richtig. Ja, also ich glaube, ich glaube, WTO hat da schon die Erwartungen von allen außer dir schon übertroffen. Also ich glaube, jeder wusste, dass der Typ schon stark ist, aber wie krass er dann doch gecarried hat, das war schon beeindruckend. Nur dann hat man halt auch gesehen, in den Playoffs, Best of 5 gegen gute Teams, die auch Best of 5 Erfahrung haben, da ist dann Schluss. Ja, und dann wirst du da halt auch abused, wenn du der einzige wirkliche Carry-Spieler in dem Team bist. Und Schlatan halt auch gut gewesen in der Regular Season, das war ja schon das mit Jungle Duo, Schlatan und WTO, und die wurden halt schon ziemlich auseinandergenommen dann in den Playoffs. Ja. Ne, das, und so ein Ding, wie du sagst, das war ja das Gerücht, dass Summit zu Misfits geht, ist dann nicht zustande gekommen. Das wäre schon ein krasses Ding gewesen, weil du dann so zwei krasse Solo-Laner hast und dann, also deine Topside, Summit, Schlatan, WTO. Potenzial, insane, Mann. Und dann hast du natürlich auch weniger Druck für die Botlane. Also Neo und Mercer sind ja so oder so, finde ich, zwei Spieler, die, also die sind halt nicht so überkrass, aber die sind halt, die erfüllen halt ihre Rolle gut, und das sind gute Spieler so im Team zu haben eigentlich, finde ich. Und das dann in der Kombination damit, ich glaube, das würde super funktionieren, ist dann halt ärgerlich, ne? Also ja, ich glaube auch für Irrelevant, der ist jetzt auch erst 20, ne? In E-Sport ist das ja so oder so mal ein bisschen komisch mit dem Alter, aber der kann natürlich auch noch reinkommen. Ja. Für mich ist das halt auch ein Downgrade. Also wenn du vorher Hybrid hattest, Hybrid war auch nicht, das war jetzt keiner der besten in der LEC auf der Top-Lane, aber der war halbwegs solide und der hatte hier und da mal ein Pop-Off-Game, hat auch hier und da mal ein bisschen geintet, aber so mit dem konntest du was anfangen und bei dem wusstest du so, was du von ihm hast. Und das ist jetzt wieder halt so ein bisschen die LEC-Mentalität, lass einfach irgendeinen Rookie reinhauen, gucken, ob der nächste Caps oder sonst was wird und ja. Ja, das hast du halt einfach nur so, so selten. Also das ist halt so ein WTO-Ding, ne? Aber ja, so wie oft hast du sowas, dass irgendwer so krass reinhaut? Und ich meine, im Vergleich dazu, also hast du noch was zu Misfits zu sagen? Nee, nee. Im Vergleich dazu, Mad Lions, jetzt alles richtig gemacht mit der Verpflichtung von Niski. In 3 Wins jedes Mal Niski-MVP. Und das spricht halt einfach auch dafür, dass du dann auch mal irgendwie wen Erfahrenes holst, der halt schon seine Erfahrung gesammelt hat. Niski ja schon seit 2018 in der LCS. Ne, 2017 sogar. Wo war der? Wo war der vor Fnatic? Fnatic, dann ist das ist alles B-Tier hier vor Fnatic. Ach, Cloud9, hi, wo war er vor Cloud9? Vor Cloud9 war er bei Splice. Und davor war er bei Fnatic. Okay. Ja. Also war bei. Davor war er schon mal bei Fnatic. Aber das waren EU-LCS Promotion, Summer Promotion. Ich weiß nicht, was hier. EU-CS war diese. Für Rookies, ne? Also, beziehungsweise die. Boah. Keine Ahnung. Ja, da hat er auf jeden Fall aber auch schon gespielt. Also, seit 2017 sogar Pro. Ne? Seit 5 Jahren jetzt. Und das ist halt einfach fucking wertvoll, wenn du solche Spieler im Team hast. Und ich finde, das merkt man dann noch einfach, das bringt dir einfach so ein bisschen Ruhe, gerade bei Mad Lions, die ja auch schon so ein bisschen aus der Midlane-Position jemanden gebraucht haben, der dann irgendwie auch mal so eine Stimme hat, der Ruhe ausstrahlt, der weiß, was er tut, und dann eben nicht so einen Rookie hat, und das meine ich auch gar nicht böse, aber der dann einfach nicht genau weiß, wie er mit gewissen Situationen umgehen muss, das ist ja vollkommen normal. Und ich glaube, das ist jetzt genau der Change gewesen, den Mad Lions gebraucht hat, um jetzt halt zumindest wie ein Playoff-Team zu sein. Also ich würde nicht sagen, dass die Mad Lions irgendwie ein Favorit jetzt für Europa sind. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber die werden auf jeden Fall ein Playoff-Team sein. Und meinetwegen ist da auch der ein oder andere Upset drin. So. Aber ja, insgesamt glaube ich, mit Armut auf der Top-Lane, da brauchst du eigentlich noch viel Besseres. Und Unforgiven habe ich jetzt die Stats gerade gar nicht im Kopf, wie gut er jetzt war. Aber ich fand, im letzten Split war er auch gar nicht so schlecht. War okay, ne? Also es ist halt einen mittelmäßigen AD-Carry zu haben, das schließt sich halt nicht als Top-Team aus.
momentan in League of Legends oder schon länger. Klar, macht es einen Unterschied, wenn du zum Beispiel einen Upset als AD Carry hast, ne, dann hebt das Ceiling von dem Team natürlich schon, aber das wird nicht so krass runtergedrückt, wenn ein AD Carry nicht so mega heftig ist. Also man sieht jetzt halt, ne, wie du sagst, Niski dreimal MVP, glaube ich, jetzt in den ganzen Wins, die Mad Lions hatte. Es war so kriminell, letzten Split, dass der Typ kein Team hatte. Wie kann sowas sein? Und auch, das war ja auch der Fall, weil Fnatic ihn so ein bisschen, ein bisschen gefickt hat mit so late Moves und so. Und dann hatte er halt noch Vertrag und dann musste ihn halt wer rauskaufen und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Summe war. Ich glaube, Fnatic wollte 350.000 haben und ich meine, mit Lions hat damals auch schon geguckt und mit Lions wollte irgendwie maximal 300.000 sein. Das war auf jeden Fall um 50.000 oder so war dem Team, das ihn haben wollte, zu viel. Und deswegen haben die ihn nicht genommen, Digga. Also das ist auch sowas. Junge, also hier werden Summen bezahlt und sonst was. Und dann scheißt man sich bei 50.000 ein für so einen Spieler. Das ist halt auch wieder dumm. Klar, es ist eine Menge Geld, aber na, wenn man sieht, was die für manche anderen Spieler schon bezahlt haben. Ja. Aber es ist halt, Niski ist halt der, bei dem weißt du halt, das ist einer, bei dem weißt du 100%, was du hast und wenn du den im Team hast, dann hast du keinen Caps oder so, der irgendwelche magischen Momente hat und sonst was da macht, was vielleicht kein anderer kann in der ganzen Region. Aber bei Niski weißt du, dass du hast, wenn du einen ordentlichen Jungler hast, hast du wahrscheinlich mit die beste Mid-Jungle-Synergy in der ganzen Liga und so. Und der Typ weiß einfach, wie man die Map bespielt, wie man um Wards rumspielt und alles. Also roaming-technisch und so ist Niski vielleicht der Beste der Liga. Mhm. Und also für mich ist das halt, da haben wir ja schon öfter drüber geredet, diese LEC-Mentality. So entweder es werden einfach nur Rookies hochgebracht in die Teams, die kriegen dann ein Split Zeit, maximal zwei und wenn sie dann nicht zu den Besten gehören, dann sind sie wieder weg. Und solche Spieler wie Niski sind so underrated und ich glaube, also jetzt ist vielleicht so der Zeitpunkt, wo dann auch so dieses Mindset ein bisschen wieder shiftet, weil ich glaube, so generell in der Community ist das schon jetzt mehr verbreitet und man sieht es ja auch bei dem Erfolg, den Niski jetzt bringt. Aber siehst du denn den Mad Lions als auch Contender oder einfach nur als Playoff-Team? Für mich ist das Team halt immer noch nicht gut genug und das halt auch das Traurige. Also ich finde auch Niski, ich finde, so wie Caps jetzt spielt, kommt halt keiner an Caps vorbei als Midlaner. Weil Caps zu gut ist, Caps ist der individuell wahrscheinlich Beste, der jemals aus dem Westen kommt, ja. Und momentan in ganz guter Form ist. Ja. Und Gilius. Der könnte auch einfach Midlane swappen, wäre der Beste. Aber halt, ne, zum Beispiel Niskis Potenzial könnte halt zweitbester in der LEC sein. Ne, für vielleicht so ein Humanoid ist wahrscheinlich mechanically noch besser als Niski, aber Niski hat andere Stärken und so. Aber dann das Team halt, das restliche Team, was du schon gesagt hast, einen Armut, der immer noch, also ein Champion Pool bestehend aus Nahat, den er auch nicht gut spielt. Und also, ich finde, Armut ist als Top-Laner nicht tragbar, wenn du ein Top-Team in der LEC sein willst oder wenn du wirklich Championship-Chancen haben möchtest. Ein großes Ding ist halt safe, dass Kaiser das machen kann, was er gut macht. Und das ist halt die Map lesen und krasse Moves mit halt heftigen Reads zu haben und zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Das macht ihn eigentlich aus. Und das hat man letzten Split auch nicht wirklich gesehen. Man weiß nicht halt, woran das genau gelegen hat. Ob das vielleicht auch daran liegt, dass das mit Unforgiven nicht so gut funktioniert hat, dass der dann irgendwie Probleme hatte, wenn Kaiser halt öfter mal nicht in der Lane war oder so. Ist halt jetzt eher spekuliert, ne? Aber gefühlt konnte Kaiser das nicht wirklich machen. Und das war halt auch ein Erfolgsfaktor für Mid Lions letztes Jahr. Und dass Ilioja ein krasser Jungler ist und von einem Niski in der Midlane absolut profitiert, darüber muss man nicht reden. Naja, ich glaube, Ilioja freut sich auch, also das muss man auch sagen. Es war ja irgendwie so vor dem Split jetzt die Frage, haut man jetzt Ilioja auch noch weg und geht irgendwie full Rebuild-Mode. Bin froh für, froh für Ilioja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Fnatic hätte auch noch gern zugeschlagen.
Aber ey, ich glaube insgesamt gute Entscheidung, dass das alles so gelaufen ist. Und ja, für die Mad Lions jetzt, ich meine, die Mad Lions wollen ein Playoff-Team sein, die wollen ein ernsthaftes Team sein und dafür war es halt genau der fucking richtige Move. Apropos Roster-Moves, die anscheinend gefruchtet haben. Astralis ist nicht mehr Lastralis. Wir haben Astralis jetzt Vizhichachi, ich kann das nicht aussprechen, Xerxes, Deja, Kobe und Yonghun. Und Alter, die stehen einfach 3-2, was ist denn da los? Ja, Yonghun ist einfach Prime, Hillesang und Mickey X zusammen. Ja, ich schwöre, der ist wirklich geisteskrank, der Typ. Respekt, dass das so funktioniert. Aber ich habe immer noch nicht so das Vertrauen in Astralis als Playoff-Team. Also da muss mich Astralis erstmal noch von überzeugen. Also die stehen jetzt mit 3 Wins da, weil sie halt auch ein einfaches Schedule hatten bisher. Also da muss man auch, das muss man halt in Kontext setzen, das ist genauso ein Ding wie CLG in NA, wo wir später bestimmt auch noch reden. Mhm. Die haben halt schon ein einfaches Schedule gehabt, aber ist natürlich trotzdem erstmal ein gutes Zeichen für ein Team wie Astralis, dass man gegen die anderen Bottom-Tier-Teams der Liga Wins holen kann. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Und das ist halt, die haben halt keine Roster-Moves betrieben, die jetzt irgendwen beeindrucken oder so, sondern die haben sich halt auf jeden Fall eine Erfahrung geholt mit Vizhichachi in der Top-Lane, aber wenn man über Vizhichachi redet, dann ist es halt meistens auch so, ja, der Typ hat halt keine Hände, ne? Der hat halt nur Erfahrung. so ein Ding ist es halt. Und ja, ich finde halt, wer auf jeden Fall solid ist in dem Team, ist Kobe. Ich glaube, da ist ein soliden AD-Carry und so. Und dann, wer halt momentan Astralis auf jeden Fall trägt, ist halt Yonghun in der Botlane, der in Koreaner ist das ja, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, wo die den her haben. Haben die ihn aus Korea geholt oder war der jetzt irgendwie schon in Europa? Weiß ich auch gar nicht. Er hat 2021 in der SEK gespielt bei Rion Esports. Okay. Aber das noch nie gehört. Ja. Ist ein geisteskranker Pike-Spieler, wie es aussieht. Also, auf jeden Fall. Ich würde sagen, bisher ist das der beste Rookie, den wir gesehen haben jetzt in den ersten 2 Wochen. Ist natürlich noch nicht viel nach den ersten 2 Wochen, aber also der sieht krass aus und das ist dann die Frage so. Also kann er weiter so spielen und kann er weiter so kranken Scheiß machen und erlauben ihm die anderen Teams auch weiter Bike zu spielen und sowas. Nicht die SEK, sondern die SEK Challenger League. Also das wird da auch, denke ich mal, diese Academy League sein, denke ich mal. Daher kommt er. Aber ey, also da muss dein Scouting ja aber auch gut sein, wenn du da so jemanden holst, der dann da erstmal so abrasiert, Alter. Wobei es ist halt Astralis, es kann auch einfach Glück gewesen sein. Davon muss man, glaube ich, ausgehen. Ein weiteres Team. Überraschend würde ich gar nicht mal sagen, aber zumindest, dass sie 4-1 stehen, wundert mich schon etwas zumindest. Excel sieht wirklich stark aus mit einem auch nicht gerade ganz so einfachen Schedule. Also du gewinnst gegen Fnatic, verlierst gegen G2, dann Mad Lions, Misfits und Vitality schlägst du. Das ist schon ein hartes Lineup eigentlich für die ersten 2 Wochen, muss man ehrlich sagen. Und da 4-1 rausgehen, Respekt auf jeden Fall. Ich bin da auch mal gespannt, wie es weitergeht. Also Excel ja auch im letzten Split schon irgendwie so ein Team gewesen. Ja, okay, seitdem Mickey X da war, hat man die auch ein bisschen ernster genommen, aber man wusste ja auch noch nicht so ganz genau, wie soll man sie jetzt einschätzen. Und das war jetzt auf jeden Fall wieder ein Sprung in die richtige Richtung. Ja, ich finde, die haben es geschafft, so die Form dann aus dem Ende vom letzten Split mitzunehmen. Und also Excel war für mich auch ein Team, ich weiß nicht, ob ich gesagt hätte, dass die jetzt irgendwie am Ende, sagen wir, Top 3 oder so sind, aber ich hätte gesagt, die sind ein Team, die wahrscheinlich noch besser werden können. So. Mhm. Und die haben jetzt halt, also, die haben halt mit
ne, die guten Spieler von Excel, sage ich mal, die wirklich auch Top-Niveau der LEC haben können, sind halt so ein Patrick als AD Carry und Mickey X als Support. Ja. Und Nuke Duck, also ne, Nuke Duck jetzt nicht, dass ich finde, dass er komplett krass ist, aber ist halt auch immer noch dieser Spieler, der dir Erfahrung gibt und der dir auch irgendwie so eine Form von Sicherheit gibt, selbst wenn er nicht irgendwie so der komplett geisteskrankste Spieler der Welt ist. Aber ey, der ist auch schon ewig mit dabei und ja, wie gesagt, bringt halt irgendwie so diesen Experience-Buff einfach. Ja, also das ist bei Excel für mich das Ding, nicht, also nicht, dass Patrick und Mickey jetzt irgendwie alleine carryen würden oder sowas als Botlane, sondern dass so Leute wie Nuke Duck und auch ein Finn, die man halt schon als verbrannt abgestempelt hat und so, dass sie halt, also können solide sein. Und ich finde, der Unterschied bei XL bisher ist so ein bisschen, dass die halt besser sind als das, was man jetzt so als deren normales Level abgestempelt hat. Also die, ich finde, das ist so das, was XL jetzt eigentlich besser macht. Und also das Makun wahrscheinlich auch, der ist ja auch noch immer ziemlich neu eigentlich in der LEC, kann man ja sagen, dass der halt vielleicht immer noch besser wird, ne, ist ja auch eine realistische Einschätzung. Aber ne, also wenn man jetzt, ja, also ich gehe davon aus, am Ende vom Split wird Excel nicht auf dem ersten sein. Und gegen, also sie haben jetzt schon gegen gute Teams gespielt. Ich glaube, Rogue fehlt noch von den guten Teams. Gegen G2 hast du verloren, gegen Fnatic hast du, glaube ich, gewonnen. Das wird, glaube ich, eine erste gute Hälfte vom Split auf jeden Fall für Excel. Aber am Ende, also am Ende auf dem ersten werden sie nicht landen und ich glaube, diesmal wird es halt kein Kampf um die Playoffs vielleicht, sondern Excel kann da relativ früh das Ding sicher machen, auch mit dem Start jetzt. Ja, das würde ich auch sagen. Also da haben halt andere Teams jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten, wobei ich finde, dieses Mittelfeld ist so offen in der LEC jetzt nach den ersten zwei Wochen. Also das finde ich wirklich heftig. Aber bleiben wir nochmal kurz bei den Top-Teams, und zwar G2. Die, und das hatten wir beide auch eigentlich so auch durchblicken lassen, eigentlich dachten wir beide so, yo, MSI, der typische MSI-Debuff, erstmal dann anfangen ein bisschen schwierig und dann kramst du dich halt irgendwie noch in die Playoffs und dann rasierst du da halt wieder durch. Ist halt überhaupt nicht der Fall. Also was die da schon wieder abliefern, die G2 Botlane so fucking stark, Caps auch auf einem insane Level und Broken Blade, für mich schon wieder der beste Toplaner in der LEC. Ja, also so einen richtigen Dip sieht man da jetzt nicht in der Performance. Und das ist ja, also wenn G2 jetzt keinen super Start gehabt hätte, dann, ne, hätten alle gesagt, ja, MSI Performance Dip oder so, aber ja, ist erstmal ein gutes Zeichen, ne, dass G2 jetzt so dabei ist. Und das war ja auch das war halt schon ein Trend, dieser MSI Performance Dip immer. Und ich finde, aber das, als das passiert ist, war das immer so ein bisschen der Anfang vom Ende von dem Team. So, also ich fand die Teams, bei denen das der Fall war, die haben eigentlich fast immer bei MSI irgendwie gepiekt und wurden danach dann schlechter. Und ne, ob das jetzt ein G2 2019 war oder 2020, oder mit Lions letztes Jahr. Ja, also ist erstmal ein gutes Zeichen, glaube ich. Und dass das Team halt, ich fand auch persönlich nicht, dass die bei MSI irgendwie schon am Zenit waren oder so. Ich glaube, die werden halt nur noch besser mit den Spielern, die du hast, ne, mit Flacke, Tagamas, die da die Erfahrung mitnehmen und so. Und das ist vielleicht auch der Unterschied. So Caps, Jankos, ja, die waren schon oft genug bei MSI und haben das schon oft genug gemacht. Dass da kein Performance-Tipp ist, ist wahrscheinlich eher die Überraschung, sodass die halt auch weiter stabil spielen. Aber so Broken Blade, Flacket und Tagamas, die sind halt noch nicht so, also die sind halt nicht satt davon, dass sie bei MSI waren und gegen T1 und RNG gespielt haben, sondern so für die fängt das jetzt, glaube ich, richtig anders, ja. Ja. Und ich finde, man merkt in der Performance und auch wie die spielen, ich finde, man merkt einfach, die haben einfach Bock. Und da muss ich wirklich Respekt auch an G2 geben, weil da hätte ich mit dem Roster-Announcement so nicht mitgerechnet, dass das alles so
einschlägt. Natürlich muss man jetzt noch abwarten, ne? Auch mit Playoffs, Summer Split Playoffs, das ist dann halt eigentlich die Time to Shine so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das alles so schnell so gut aussieht und das scheint auch schon wieder Bombenarbeit gewesen zu sein von G2. Also wirklich mad Respect, also komplett heftig. So, und dann ein Team, was jetzt die letzte Woche ein bisschen reingeschissen hat. Und zwar Vitality. Vitality hat sich ja den lieben Haru geholt. Und da war jetzt auch die große Frage, ja, wie sieht es denn jetzt aus mit Vitality? Reicht das jetzt, um besser zu sein und irgendwie besser dazustehen? Und da muss ich persönlich halt sagen, also ja, ich finde, es wirkt irgendwie schon anders, aber es ist nicht das, was es hätte sein sollen und ich glaube auch, das wird es auch nicht. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, gib dem ganzen Zeit und warte bis Playoffs und alles gut, da warte ich auch noch drauf und dann hoffe ich auch, dass das irgendwie noch funktionieren könnte. Aber solange Mephisto dort Coach ist, glaube ich nicht, dass dieses Team Erfolg hat. Und da kann man jetzt rumändern, wen man will. Das löst nicht diese Chemieprobleme innerhalb des Teams, diese wirklich offensichtlichen Abstimmungsprobleme im Team, dieses überhaupt nicht wissen, was der andere wann wie macht. Also ja, das ist Chemie, aber auch irgendwie so vom Taktischen her habe ich das Gefühl, dass es überhaupt nicht aufeinander eingestimmt. Und ja, das ist einfach wahnsinnig schade, weil dieses Roster eigentlich, finde ich, super viel Potenzial gehabt hätte. Ja, also als ich die Roster-Moves gesehen habe, die Vitality macht, also SafeMate raus und Haru und Bowo als, ne, für die Zukunft, da, wenn, nachdem man den reingebracht hat, Bowo wahrscheinlich als Starting-Jungler, aber erstmal Haru rein, da dachte ich mir so, okay, vielleicht nicht so verkehrt, weil ich war ja auch einer, der gesagt hat, behalt SafeMate und mach lieber ein Replacement für LeBrov. Aber also SafeMate ist keine einfache Persönlichkeit im Team, mit der man leicht arbeiten kann oder so. Also ich persönlich. Aber alle. Also ja, da darf man ja keinen ausnehmen, das stimmt. Also ich glaube, ja. die haben alle ihr Ego und so weiter. Nur SafeMate schafft es anscheinend immer, ziemlich da so der Nummer 1 Sündenbock zu sein, wenn es dann darum geht, einer rauszuhauen. Das kann er gut. Aus meiner Sicht, das ist jetzt voll, ne, weil ich in LoL nicht annähernd irgendwo auf der Ebene da bin, ne, aber allein so aus Teamsicht, ich hätte damit voll kein Problem, so jemanden zu haben. Auch jetzt, wenn ich das auf CS beziehe, was ich da an Teamerfahrung persönlich habe, was auch nirgends auf dem Top-Niveau war, ne? Aber also ich fand es eigentlich immer geil, mit Leuten zu spielen. Also mir war egal, ob die Ego haben, nur Hauptsache, die sind krass. Und ich finde, SafeMate ist einfach so einer, nur du musst ihn halt richtig einsetzen. Und deswegen finde ich es eigentlich persönlich schade, dass er nicht mehr da ist. Aber mit Haru und Bowo, gerade Bowo, wenn man letztes Jahr FPX verfolgt hat, bis dieser ganze Matchfixing-Skandal rund um ihn angefangen hat, wer das nicht mitbekommen hat, Bowo war da auch diese Academy League von der APL war das auch, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, ne? Da hat er gespielt und das Team wurde quasi gezwungen, also die wurden bedroht von, ne, Leuten, wahrscheinlich irgendeine Mafia-Shit oder so. Die wurden bedroht, dass die ihre Games da, also jetzt ohne übertreiben, irgendein Mafia-Shit, ne? Also ist da wirklich krank. Die wurden bedroht, dass die ihr Match oder ein paar Matches halt absichtlich verlieren sollen und so. Und ne, da war Bowo drin verwickelt und deswegen wurde er dann auch teilweise, glaube ich, suspendiert oder halt eine Untersuchung gegen ihn und so weiter. Und da ist dann, und bevor das alles hochgekommen ist, war der in der APL, der sah aus wie der beste Jungler. Also der hat alle Hops genommen. Das war unnormal krank, wie der gespielt hat. Und danach musste dann halt wieder Tian spielen bei FPX und dann haben sie abgekackt. Und ja, also Tian sieht jetzt im Moment richtig krass aus, das ist auch heftig. Aber Bowo jetzt auf jeden Fall bei Vitality als Mann für die Zukunft, ne? So, und der wurde geholt nach dem Motto, wir müssen den jetzt ein bisschen integrieren bei uns und in Europa und allem, ne? Das dauert halt seine Zeit, ist auch erstmal vielleicht kein dummer Ansatz.
Und für die Zwischenzeit holen wir dann Haru. Und Haru ist halt so... Ja, weiß ich nicht. Also da hättest du auch jeden anderen koreanischen Jungler irgendwie holen können, fand ich. Aber ja, so, ne, also... Ich hätte nicht gedacht, dass der halt irgendwie auf einmal in der LEC-Niveau schlecht ist oder dass er jetzt irgendwie der beste Jungler der Liga ist. Nur bisher bei... Nur ich hätte mir erwartet, dass der halt... Ja... Vielleicht so in die Richtung Melrank spielt, dass er halt einfach dieser absolute Sinner-Jungler ist, der nur am Ganken ist und versucht, sich einfach mental schon kaputt zu machen, weil er überall sein könnte. Aber das Einzige, was Haru macht, ist seinen scheiß Jungle wegzufarmen. Und das war's. Also das ist für mich gibt es, das ergibt keinen Sinn. Warum holst du den Mann, damit der einfach nur in deinem Jungle rumsteht und da die Camps wegfarmt? Also woran liegt das? Sagt er selber, also ich möchte so Jungle, das ist das Beste, was man machen kann? Oder sagt der Coach, hier fahr einfach den Jungle weg, du kannst eh nicht kommunizieren. Oder also woran liegt das? Das frage ich mich halt, weil das ist ja momentan eindeutig nicht die beste Art und Weise zu jungeln. Und fast alle dominanten Teams sehen so dominant aus, weil die eigentlich gute Jungle-Synergy haben mit Top und Midlane zum Beispiel. Ja. Ja, true. Aber das ist halt immer der Nachteil, finde ich, wenn du so jemanden aus Korea holst. Und ich meine, wir haben es ja jetzt auch schon im letzten Split gesagt, das ist halt einfach ein fucking Coaching-Staff-Problem. Und ich persönlich bin so oder so der Meinung, an Selfmade lag es jetzt auch nicht. Also es ist halt einfach A, Coaching-Staff, weil die halt nicht wissen, wie sie die Leute da zusammenbekommen. Und ich bin auch kein großer Fan von LeBrov, aber das ist halt, ja, das war halt die Frage, entweder Selfmade oder LeBrov. Ich persönlich war der Meinung LeBrov, wenn man da was ändern will am Roster, aber... Ja, das Ding ist halt auch, du kriegst es mit den Leuten, die da jetzt gerade so die Leader sind, die Entscheidung treffen, was zum einen auf jeden Fall ein Perk sein wird, ja, und eine Nafari wahrscheinlich auch, die werden halt sagen, wie sie spielen möchten und dann wird es gemacht und da, so wie es aussieht, hat da Mephisto als Headcoach nicht viel mitzureden und Janan ist ja, glaube ich, der Assistant Coach. Ich meine nicht Janan, der also früher AD Carry bei G2 auch zusammen mit Perks gespielt. Ja, die scheinen da, also ich sehe da jedenfalls keinen Coaching-Input, der irgendwie was verändern würde. Ja. Und dann halt die Entscheidung zu treffen, wir holen jetzt einen Koreaner jetzt für den Moment, der wahrscheinlich nicht mal richtig kommunizieren kann. Und wir haben sowieso Leading-Probleme, Kommunikationsprobleme im Team. So, das ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Ja. Aber gut, das ist dann halt Management, ne? Also ich bin auch nicht sonderlich überzeugt von Vitalitys Management-Entscheidungen in den letzten Monaten, beziehungsweise in diesem Jahr. Letztes Jahr? Hat das schon angefangen? Da? Anfang dieses Jahr. Anfang dieses Jahr. Die Entscheidungen wurden schon letztes Jahr getroffen, ne? Aber ja. Time will tell, aber ich glaube noch nicht so dran. Kenne mich in LoL nicht so gut aus, wäre es eigentlich möglich, dass zum Beispiel ein Eintracht Spandau bei Worlds dabei ist über die Prime League? Ich glaube tatsächlich nicht, wenn ich das so im Kopf habe, ist das doch nur Play-In ist doch nur für die quasi Minor Region Leagues, also sowas wie russische Liga, türkische Liga meine ich auch. Die großen Franchise-Ligen kriegen alle ihre Slots, je nachdem, wie gut die Region in der Vergangenheit war oder wer auch bei MSI gewonnen hat, kriegen die teilweise 3 Slots für Worlds, teilweise 4 für der MSI gewonnen hat zum Beispiel. Und dann gibt es noch kleinere Regionen, die auch nicht gefranchised sind oder so, wie jetzt Türkei, Russland, was du gesagt hast, oder auch Taiwan oder sowas. Die kriegen dann Slots in einem Play-In-Tournament, was so 1 oder 2 Wochen vor Worlds stattfindet. Und da spielen die dann, um sich für das richtige World zu qualifizieren. Und von den Slots, die die großen Franchise-Regionen haben, so der Viertplatzierte oder der Drittplatzierte, die müssen auch in dem Play-In-Turnier spielen. Hm. Aber ja, also wenn man keinen 7-stelligen Betrag Minimum bezahlt, dann kommst du auch nicht zu Worlds. So läuft es bei LoL. Ja, das ist halt nicht so geil. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass es bei Valorant ein bisschen
Ja, ich hoffe, dass bei Valorant ein bisschen anders wird. Also ein EU-Team zu haben, macht keinen Sinn. Schwierig. Also ich bin so EU Masters ist halt für macht halt, also ist jetzt gar nicht so bad. Also es macht halt vom Preisgeld eh nicht viel Sinn, aber man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt nur vom Preisgeld ausgeht, macht LOL für die Shit, Teams ja. Auch, ja, also das macht für die Teams da auch keinen Sinn. Aber ich bin halt der Meinung, EU Masters ist schon eine relativ große Bühne. Ich finde auch Prime League ist auch eine relativ große Bühne für den deutschen Markt. Dass du halt deine Sponsoren da gut vertrittst und vor allem EU Masters dann mit so Teams wie K-Corp mit dabei. Ich weiß gar nicht, war Koi mit dabei? Nee, ne? Kann sein. Muss nicht sein. Also gut, das habe ich jetzt auch nicht so verfolgt, aber K-Corp war halt mit dabei. So ein paar polnische so, ne? Teams sind auch ziemlich groß. LDLC auch relativ groß. Dann gibt es noch diese ganzen Academy-Teams. Eintracht Spandau war auch mit dabei. Also, waren die mit dabei? Die waren bei Masters, ja. Die haben nur dann ziemlich auf Fresse bekommen. Achso, ja, gut. So sehr verfolge ich es. Aber, na, so von der Bühne her macht schon Sinn. Und ich meine, man muss ja auch sagen, also, wir haben jetzt ja die Tournaments von K-Corp gesehen, die selber austragen, auch mit Koi. Koi hat, glaube ich, auch einige selber gemacht gehabt, aber das war jetzt, glaube ich, nicht kürzlich. Und das ist halt, so asozial das klingt, 30 Stufen von der Crowd her über dem, was Riot bisher gemacht hat. Das ist wirklich keine Untertreibung. Also das ist unfucking fassbar, was K-Corp da aufgezogen hat von der Crowd und generell. Also das ist einfach wirklich heftig. Und wundert mich auch, also wenn ich ganz ehrlich bin, wundert mich auch, dass Riot das zugelassen hat, dass K-Corp das machen durfte. Aber wahrscheinlich, weil es kein offizielles Riot-Event war oder, ne, sondern einfach nur, wir machen da jetzt einfach K-Corp-Shit, wir lassen da unsere Teams gegeneinander spielen und das voll riesen Crowd und es hat so viele Leute angezogen, kompletter Wahnsinn. Und das ja, wäre mir einfach das Ding ist halt, das ist, finde ich, das Witzige. K-Corp, also Riot kann ihnen ja nichts verbieten oder so, weil die haben ja irgendwie, ich weiß gar nicht, hast du überhaupt was mit Riot richtig zu tun, wenn du überhaupt nur in einer Regional League spielst? Also wahrscheinlich schon irgendwo, ne? Aber die sind ja an Regularien gebunden, wenn du diese Region League spielst, aber ich glaube, das war ja einfach nur, die haben doch einfach nur so ein Showmatch. Nee, das war ein richtiges Match. In der LFL oder was? Ja, das war ein französischer Liga-Match. Nur das Team von K-Corp war halt vor Ort und das war dann online halt gegen das andere Team. Oh lol. Ja, das ist krass. Okay. Also die Teams in den Regional Leagues, die haben, also ja, die haben irgendwo bestimmt irgendeinen Vertrag und eine Verbindung mit Riot, aber halt nichts irgendwie jetzt mega krasses, wo denen viel vorgeschrieben wird. Und die LEC-Teams zum Beispiel, die dürften das nicht machen. Die dürften so ein Event selber nicht auf die Beine stellen. Ich glaube, die sind halt daran gebunden, dass alles von Riot sein muss. Und das ist halt, es ist so lächerlich, Alter. K-Corp, die stellen da alleine so ein Event auf die Beine. Die haben einfach, das war einfach in Paris, das war dieselbe Halle wie 2019, das Worlds Final. Haben die auch einfach ausverkauft, Digga. Und haben da, ich glaube, das erste, was da war, war ja das Valorant-Match von dem französischen Liga-Team von K-Corp. Und danach dann das League of Legends-Match auch aus der französischen Liga. Und nur die K-Corp-Teams waren da vor Ort und haben online gegen die anderen gespielt. Und damit hast du die Arena voll gemacht. Das ist halt komplett krank. Und ne, LEC-Teams, denen wird das halt aktiv verboten. Und was halt das Allerdümmste ist, LEC-Teams, ja, also die haben sich dann auch beschwert darüber, dass K-Corp sowas machen darf. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob da genannt wurde, wer genau sich beschwert hat. Aber also der Großteil der LEC-Teams würde da nicht annähernd irgendwie eine Arena oder sonst was für eine Halle füllen. Also wenn Astralis irgend sowas machen würde, wenn SK sowas machen würde, das wäre ein Witz, Alter. Das wäre ein Witz, die würden nicht annähernd sowas auf die Beine bekommen. Und ja, yes. Und K-Corp spielt dann in der LFL und die spielen in der LEC. Ja, es ist wirklich heftig.
Ja, das ist halt der Nachteil von diesem Riot Games Monopol Franchising Shit. Also das ist halt wirklich dumm. Also klar, für Außenstehende ist das wirklich einfach zu verfolgen und nachzuvollziehen, was darum warum passiert. Aber wirklich mit Wettbewerbsförderung und die besten und beliebtesten Teams der, also es sind ja, man muss sich ja mal so überlegen, eigentlich ist es ja im Franchising so, dass zumindest die beliebtesten Teams in der Theorie zumindest in diesen großen Ligen sein sollten, aber das ist halt sowas wie K-Corp oder Koi zum Beispiel nicht mit drin. Ja, das ist halt, da muss man sagen, im Vergleich zu Valorant jetzt, da macht es Valorant schon besser mit dem System, was sie dann machen, weil Teams wie SK und Astralis sind ja jetzt auch überhaupt in der LEC, weil die damals diese 10 Millionen oder 8 Millionen, wenn du schon vorher da warst, auf den Tisch legen konnten. Andere konnten das damals nicht. Aber imagine, kein Plan, irgendeine große Orga oder irgendein Streamer oder so macht irgendein Team. Und die sind dann auf einmal super beliebt und spielen dann da in der Regional League mit. Und die können nicht in diese große Liga mit rein, weil die anderen Verträge noch 3 Jahre laufen. Und da hast du genau dasselbe. Das kann sich ja genauso hochschaukeln. Und auch Gegenbeispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal als Beispiel einfach Liquid. Die sind dann in der europäischen Liga und die machen halt 3 Jahre einfach scheiße. Und dann sinkt natürlich doch auch das Interesse an der Orga. Und dann sind die da trotzdem mit drin. Und jucken tut's keinen Schwanz, dass die da mal drin sind. Also das ist halt der Nachteil von diesen langfristigen Verträgen. Und ja, ich glaube, bei Valorant wollte ich, glaube bei dem einen Bericht über Gerüchte, wie es aussehen soll, war auch drin, dass irgendwie so 4 Jahre oder so gehen soll direkt. 4 Jahre, Alter? Ich meine, jetzt auch falsch sein, aber ich meine, da stand drin, dass es auch irgendwie direkt 4 Jahre sein sollen oder sowas. Also Gottes nice. Um Gottes Willen. Ja. Ja, die bei Riot wissen, was sie tun. Aber zeigt mal Dankbarkeit gegenüber Riot. Ohne Riot will die E-Sports nicht leben. Ja? Muss man sich immer ins Gewissen führen. TikTok-Kommentare. Das zu dem Thema, was K-Corp und so weiter angeht. Wie bei Valorant mit Japan Challengers. Gut, da weiß ich nicht, das die Regelung. Das ist ein bisschen anders, weil, weil Riot da für die Region quasi die Produktion abgegeben hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel EMEA wird von Freaks4U organisiert. Das ist so die größte deutsche, glaube ich, Event-Firma für E-Sports und sowas. Ja. Und Gaming generell. Die haben so die Produktion abgegeben. Das wird bei Japan genauso sein, dass da irgendwie irgendein Unternehmen aus Japan das macht und da wahrscheinlich, die werden da nicht so krass gebunden sein und können da wahrscheinlich gucken, was die machen wollen. Und ist halt ein Armutszeugnis für die das in EMEA und in A und in anderen Regionen machen und halt da so eine Shitshow ab. Ja, was heißt Shitshow? Also für mich ist das halt kein Entertainment, was die da liefern, ne? Und das ist halt, da muss man Japan sagen, krasser Scheiß. Dass du für halt auch diesen Bullshit, der das ja, also das ist ja wirklich, das ist ja nix. Du guckst dir das nicht an, weil du geiles Valorant sehen willst, sondern die Leute gehen da einfach hin in Japan, weil die irgendwie Bock auf Valorant eSports haben. Und das ist ja im Endeffekt nur, wer qualifiziert sich für ein richtiges Turnier. Ja. Und trotzdem ist halt die Arena voll. Ja. Und die Stimmung ist halt auch so heftig. Und ich meine, dass man das einfach in diesen Zuschauerzahlen so heftig sieht. Ich habe ja auf Twitter die Statistik da mal gezeigt. Und das ist ja komplett heftig, wie heftig die Zuschauerzahlen da halt einfach gestiegen sind. Und da verpasst Riot halt einfach so viel, indem man halt einfach nur irgendwelche kleinen scheiß Pissstudios dahin stellt, unter den Deckmantel, ja, alle müssen ja gesund bleiben. So, ey, das ist halt einfach Quatsch. Du bist ein Eventveranstalter und wenn du ein Eventveranstalter bist, willst du alles dafür tun, dass dieses Event so krass wie möglich ist. Und ja, das macht Riot halt, also das hat Riot auch schon vor Corona nicht gemacht. Da muss man sich jetzt auch nichts vorspielen. So, aber jetzt mit Corona ist halt einfach noch mehr. Spielt ihr privat viel LOL? Also ich ja. Was heißt ja? Viel ist halt relativ. Wenn ich die Zeit dafür habe, dann nehme ich mir sie auch ab und zu mal für LOL, dass ich es mal privat so spiele. Aber ja, ist halt nicht viel Zeit. Und ich glaube, du hast jetzt schon länger aufgehört, ne? Ja, schon eine Weile. Ein paar Jahre mittlerweile, glaube ich. Aber früher habe ich auch schon eine Menge LOL gespielt, ja.
LoL ist halt eigentlich, also mir macht LoL auch echt viel Spaß. Ich finde auch die neuen Changes jetzt eigentlich ganz geil. Aber es ist halt echt, wenn du halt mal auch aufhörst, dann ist halt wahnsinnig schwer, wieder reinzukommen. So, bleiben wir nochmal bei ein paar LEC-Teams. Aber eigentlich ist auch nicht mehr viel an großen Teams zu reden. Also sagen wir jetzt mal Fnatic Rogue. Stell ich mir vor, Velo in einem Stadion wie LoL World Cup 2017. Ja, oder einfach stell dir mal vor, Valorant mit einem Stadion wie jetzt Counter-Strike. Oder LoL mit einem Stadion wie jetzt Counter-Strike. Das ist halt einfach, da verpasst man was. Das ist halt einfach geiler. Sag's, wie es ist. Ich finde auch dieses, das 2017, das war ja, war das nicht im Bird's Nest da in Peking? Mhm. Ich meine, das war das, ne? Aber ich finde das auch, also das ist safe schon krass und also man muss ja sagen, Riot kriegt es schon hin, Show zu machen so. Also ne, wenn da dann halt und auch drumherum, allein halt diese World Songs jedes Jahr und dann treten die da auf und dann hast du da irgendeinen fucking Elder Dragon, der da durchs Stadion fliegt oder sonst was. Das ist schon ganz nice, ne, muss man sagen. Ja. Das ist auch also besser als jetzt, wenn man bei CS guckt oder sowas, dann so andere Tournament-Organizer abliefern insgesamt. Ne? Ist auch Geschmackssache, aber so Entertainment wird da schon ein bisschen mehr geboten. Aber ich finde es auch, ich muss sagen, diese offenen Stadien und so sind halt auch ein bisschen overrated, finde ich. Weil das ist halt so dann, ich weiß gar nicht, wie viele da waren da dann in diesem Bird's Nest. Das ist dann ja auch eigentlich nur so eine Kurve und dann baust du davor dann dein Zeug auf, ne? Ja. So, wenn jetzt bei CS oder so in der Lanxess Arena, wo ich auch schon zweimal war, in halt einer sehr großen Arena, aber die dann auch geschlossen ist, das ist halt nochmal, das ist safe nochmal krasser, wenn da in so einem geschlossenen Raum halt einfach so viele Leute sind und so ein Ding gemacht wird. Ja. So, dann, um nochmal bei den LEC-Teams zu bleiben, wir haben jetzt nochmal zwei große Teams für Fnatic Rogue. Rogue natürlich ein Team, wo man jetzt auch nicht so ganz wusste, sind die jetzt gebrochen? Oder können sie sich erholen? Sieht jetzt nicht allzu schlimm aus. Ich bin auch da der Meinung, erstmal noch abwarten. Ich finde generell in diesem ganzen Mittelfeldwirrwarr, Fnatic, Mad Lions, Rogue, Vitality, auch Astralis, lass Misfits auch mal jetzt irgendwie wieder eine gute Woche haben, dann sind die mehr oder weniger auch wieder dran. Da ist alles super offen und super, super eng. Aber nichtsdestotrotz, muss man sagen, ich glaube, Rogue sehe ich nicht als wieder dieses Team, okay, wir sind jetzt irgendwie in der Lage, LEC zu gewinnen. Momentan irgendwie gar nicht. Also ich finde, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade gar nicht das Gefühl, dass Rogue irgendwie ein Top-Team wäre. Irgendwie ist das voll weg. So, da hatte man ja, letzten Split hatte man das ja auch. Und ne, im letzten Split hat man ja gedacht, so jetzt ist der Choke überwunden und dann kam der Choke wieder. Also Rogue bleibt einfach immer Choke, das scheint. Also ich glaube auch, wir sind mittlerweile an einem Zeitpunkt, wo die so viele Chancen hatten, das zu überwinden, dass wir wirklich sagen müssen, wenn du diesen Core von dem Team behältst, dann wirst du niemals chokefrei sein. Also es ist schon, irgendwann ist dann auch mal gut mit Zeit und Chancen. Ich weiß nicht, also wenn, das ist ja auch das Ding, Rogue, was man denen auf jeden Fall, was sehr beeindruckend ist, was die leisten, ist, dass die eigentlich jede Regular Season richtig krass spielen und dann in den Playoffs halt abkacken. Und der Start von der Regular Season von dem Summer Split jetzt war schon nicht so gut. Also die stehen jetzt 3-2, ist alles in Ordnung, ne? Also ist immer noch eine super Ausgangslage eigentlich, aber ich fand die Art und Weise, wie die auch verloren haben, war jetzt schon nicht so vielversprechend. Ja. Moin an Chat nochmal. Ich bin halt, wie gesagt, nicht Sword of Rogue. Ich glaube auch, Melrang ist halt so eine Personalie. Ich glaube, irgendwann bist du halt auch gelesen worden. Und dann wird es halt auch ganz schwer.
Larsen hat jetzt auch nicht, also ich will nicht sagen, dass er richtig scheiße war, weil das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber er hat jetzt auch nicht so den Start gehabt, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt der Larsen, der dann halt auch mal irgendwie komplett alleine wegcarried. Ja, hab keine Ahnung von LoL, ist LEC die beste Liga? Also LEC ist die höchste Liga in Europa, die beste Liga der Welt ist immer zwieschneidig, also da sagt man dann entweder die LPL oder LCK. Ich glaube, das Argument ist immer, die LPL ist in der Spitze besser, aber die LCK dafür in der Breite, wenn ich das so richtig im, oder andersrum. Ich glaube, dieses Jahr und letztes Jahr auch schon, muss man sagen, LPL in beiden Sachen besser. Also, okay. Also wenn wir, also die LEC Europa, die LPL ist China, die chinesische Liga, die LCK ist die koreanische Liga. Und dann hat man noch die LCS, das ist Nordamerika, die sind richtig scheiße. Also generell sagt man League of Legends, der Asien ist top und der Westen, also Europa und NA ist da ein bisschen hinterher. Ja. Ein bisschen mehr. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, in Europa müssen wir einfach immer hoffen, dass wir irgendwie auf einmal ein super Team haben, was auf einmal krass funktioniert so. Es gab schon magische europäische Momente und Teams. Ja. Momentan ist da leider eher Flaute. Ja, G2 ist halt Potenzial halt da, aber ich glaube, wir werden nie wieder 2019 G2 sehen. Ich respektiere den Liquid Spam, aber ich glaube, Liquid ist Liquid ist ja auch quasi Europa. Ja, Liquid ist quasi Europa in NA, aber es ist ja irgendwie. Ich glaube, dadurch, dass du halt in NA spielst, hast du halt automatisch einen Debuff. So. Das ist so. So Liquid kommen wir auch noch. Ja, da kommen wir auch noch hin. Da muss ich wieder ein bisschen gegen Bjergsen feuern. Ja, aber bleiben wir nochmal bei einem Team in Europa, und zwar Fnatic. Fnatic jetzt auch mit einem soliden 3-2-Start hat gegen die Mad Lions verloren, gegen SKBDS gewonnen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gegen Rogue gewonnen, meine ich, und gegen XL verloren. Wenn ich das jetzt richtig alles aufgezählt, ich hoffe, ich habe es jetzt alles vernünftig aufgezählt. Rogue gewonnen, Mad Lions verloren, XL verloren, SK gewonnen und BDS gewonnen, ja. Ist ein solider Start, ich glaube, aber da muss man auch nochmal abwarten. Also ist halt generell am Anfang immer die Aussage abwarten. Ich meine, wir haben es bei Valorant auch gesehen in der Liga. So nach ersten Wochen irgendwie zu sagen, die sind jetzt mit Abstand die Besten, das ist ja auch Quatsch. Aber ich glaube, dabei Fnatic wird sich noch einiges tun und da ist man noch nicht beim Ceiling vom Team angekommen und da muss man auch einfach nochmal ein bisschen gucken, dass man das Team vernünftig entwickelt. Das Ding bei Fnatic ist, was jetzt auch in den letzten Tagen auf Social Media ein bisschen abgegangen ist, dass Yamato halt, ich weiß, ob er das getweetet hat oder ob er das in einem Podcast gesagt hat, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ne, also er hat gesagt, ne, bei Fnatic, ich weiß gerade auch nicht, wer das war, dass halt Spieler krank waren und die halt, also die schon ziemlich krank waren und die auch dann schon stark beeinträchtigt waren, ne, wenn die LoL gespielt haben. Und ja. Da hat er halt auch gesagt, dass E-Sports oder auch ne, bei LoL jetzt speziell, das ist halt nicht so wie im normalen Sport oder wenn wir es jetzt mit Fußball vergleichen, wenn sich da ein Spieler verletzt, ja, dann spielt halt ein anderer nächste Woche, ne? Und der kann halt nicht, ne? Dann, du hast immer noch so eine Mannschaft auf dem Platz, die wahrscheinlich ganz gut spielen kann und wo jetzt nicht die Synergy komplett kaputt ist. Und das geht halt bei LoL nicht, das geht E-Sports schon insgesamt generell nicht, würde ich sagen. Und da haben dann auch ganz viele gesagt, ja, also ihr seid doch hier eine professionelle Organisation und da müsst ihr auch gute Subs gesigned haben und das ist ja wieder nur voll Ausrede hier. Also da denke ich mir auch so, Junge, habt ihr eigentlich mal eine Sekunde drüber nachgedacht? Das ist doch so ein Quatsch. Also erstmal hatten wir jetzt auch schon oft genug die Situation, dass irgendwie irgendwer nicht teilnehmen konnte bei einem Turnier oder sonst was war. Und eigentlich alle Teams hatten bisher auch
ordentliche Subs am Start. Ob das jetzt ein G2 2019 MSI, Mickey X Handverletzung, Promiscure, Junge, unbesiegt international, die Legende. Das ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel insgesamt, aber er hat eigentlich ganz akzeptabel gespielt, ne? Oder auch, also ja. das gab es schon öfter und also die Teams haben ja Subs oder die haben ja auch Academy-Roster, was man machen könnte. Aber allein so diese Vorstellung, ja, dem geht's gerade nicht so gut, dann spielt halt dieses Wochenende ein anderer. Ey, bei einem Game wie LoL oder auch, ob es jetzt CS oder Valorant ist, völlig egal, du hast ein 5-Mann-Team. Synergy ist so fucking wichtig und das ist eigentlich, du arbeitest das ganze Jahr dran, dass du einfach Synergy im Team hinkriegst. Und dann wird gesagt, ja, dann wechsel doch einfach einen Sub ein für das Wochenende oder so. Mhm. Ey, was ist das für ein Dünnschiss, ehrlich. Ja. Völlig lächerlich, was da schon wieder, ja, so. Ich hatte das Gefühl, das war so der Konsens der Community, ja, dann habt doch einfach ordentlich einen Sub. Und das ist halt krass. Verfolgt ihr die deutschen T2, T3-Teams wie Prime League? Ich gucke ab und zu mal nur in die Standings rein. Also ich muss auch sagen, also das wäre mir dann auch noch, das wäre mir dann wirklich zu viel, wenn ich das auch noch verfolgen würde. aber ich gucke da ab und zu nur mal in die Standings rein. Und ja, Schalke hat noch ein LoL-Team in der deutschen Dachliga, also Prime League ist das, die Dachliga. Da ist Schalke gerade mit Big zusammen und SK Gaming Erster und dahinter ist dann Eintracht Spandau, also das Team von Hand of Blood. Also nicht, dass er da mitspielt, aber er ist halt... Safe, Starspieler. Ja. Ja, aber... Bei Fnatic noch, ich würde noch sagen, was ich jetzt auch wieder, was ich bei LoL einfach bei diesem LEC und generell Franchise-Liga-System, was einfach so Müll ist und auch, ich glaube, das könnten die Teams, die Organisationen an sich auch besser machen. Da war jetzt auch einfach, ne, auch rund um das Thema, so wir konnten jetzt die Woche, also das hat Yamato gesagt, der Coach von Fnatic, der hat gesagt, ey, wir hatten jetzt die kranken Spieler und diese Woche war wirklich einfach nur unser Fokus. Wir versuchen einfach nur, das am Wochenende hinzukriegen, da irgendwie ein Game zu gewinnen. Ja, und also scheiß auf Progress für den Rest der Season und so, diese Woche müssen wir einfach irgendwie halt ein Band-Aid draufhauen und wir müssen dann irgendeinen Win mitnehmen, ne? So nach dem Motto. Und er meinte halt auch, dass das macht halt den Progress voll kaputt und weil man diese unnormal lange Gruppen, also Regular Season hat und dann Playoffs und das alles so lange dauert und komplett irrelevant ist eigentlich, machen die Teams das halt alle so, dass die während der Regular Season halt sich steigern. Ja, also die nehmen dann immer ihre Officials und so, um besser zu werden. Ja. Und das ist halt echt, also ich finde, das ist einfach ein Kackansatz. Und also da, so kriegst du halt nicht die bestmögliche Qualität irgendwie hin vom Spiel. Und wenn man das dann vergleicht mit CS zum Beispiel, wo du jeden Monat gefühlt ein großes Turnier hast und die Spieler haben, oder ein bisschen weniger vielleicht, so 10 große Turniere im Jahr, sagen wir mal. Und dann haben die Teams, die vor dem Turnier machen die da 3 Wochen Bootcamp oder so und arbeiten sich halt da den Arsch ab und bringen ihre Synergy on point und wie die spielen wollen und alles und dann sind die bei dem Turnier und dann können die da alles auspacken. Die haben alles schon. Ja, die müssen auch gucken, dass die dann sich ein bisschen von Spiel zu Spiel steigern und dann in den Playoffs am Start sind, aber das ist halt ein viel kürzerer Zeitraum und die sind schon vorbereitet. Ja? Wenn du vor dem Turnier richtig kacke bist, dann bist du wahrscheinlich bei dem Turnier nicht so gut, auch wenn es da auch Ausnahmen gibt in der Vergangenheit. Aber in der Regel ist das so. Und bei LoL gehst du einfach so mit null Vorbereitung in den Split rein und sagen, ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen steigern, ne? Weil es dauert eh so lange. Ja. Ja, das ist halt... Ja, das stört mich auch am System, aber ich finde halt eh, dadurch, dass du halt nur so wenig Zeit im Jahr hast, musst halt einfach gucken, dass es dann halt läuft. Und das ist halt, also es ist halt vom System her einfach schon nicht gut, um dafür, dass Teams halt besser werden. Also da hilft ja Riot auch nicht wirklich nach. Also es klingt immer scheiße, wenn man das so, also wenn ich Riot so fronte, aber das liegt halt einfach am System, was Riot halt entwickelt hat. Dadurch, dass du halt nur quasi Spring Split und Summer Split hast. Spring Split ist einfach nur so dieser Development Split. Summer Split ist dann halt irgendwie so, ja, okay, da muss jetzt funktionieren. Wenn du da halt hart reinhindest am Anfang, dann geht es halt einfach legit nur darum, irgendwie einfach Spiele gewinnen, um irgendwie in die Playoffs zu kommen. Und dann, selbst wenn du das da dann irgendwie dann noch weiter schaffst, danach rächt es sich ja, weil du dann nicht gut genug bist. Und
Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn du halt erfolglos bist und dann, also sagen wir, du beißt den sauren Apfel und du kommst halt nicht mal irgendwie in die Playoffs und du hältst am Roster fest, weil du denkst, das ist ein gutes Development-Roster. Aber so, dann kommst du halt nicht weiter und dann sind die Teams ja auch schon allein schon durch die Fans gezwungen, Spieler zu switchen, weil die halt sagen, hier, hallo, habt ihr mal euch spielen sehen? Die sind doch alle shit so und dann tschüss, raus damit. So, macht halt keinen Sinn, da bist du halt auch unter Zugzwang und ja, ist halt einfach generell kein gutes System. Ob es jetzt besser ist, dass du gefühlt jede Woche ein riesen Turnier hast, wo du irgendwie antanzen musst, sei jetzt auch mal dahingestellt, da gibt es ja auch genügend Da gab es bei CS schon Sachen, wo es wirklich übertrieben war. Ja. Aber gerade jetzt, letztes Jahr kann man nicht ganz zählen, ne, weil es erst gegen Ende des Jahres losging wieder mit LAN-Turnieren. Ja. Aber ich glaube, dass in CS hat sich das jetzt schon gut eingependelt eigentlich. Ja, wobei da auch immer noch viele so sagen, Overloaded Schedule und das ist wirklich heftig. Ist aber irgendwo Geschmackssache, ja. Ja. Das sagen ja auch viele bei Valorant, dass man das, also ich würde sagen, der Großteil sagt schon, das müssen noch mehr International Tournaments sein, als es jetzt sind und vor allem in der Form, in der sie gerade stattfinden. Da sagen halt auch viele, die Turniere sind überhaupt so interessant, weil man halt nicht jeden Monat bei dem großen Turnier das beste in A-Team gegen die Besten aus Europa sieht oder so, ne, sondern das halt ein bisschen länger dauert. Aber auf das ist halt dann Geschmackssache. Also ich sag da ganz ehrlich, ich hab lieber jeden Monat halt alle Besten der Welt gegeneinander, anstatt dann, ja, dreimal im Jahr oder so, da sei es viermal sein. Es wäre mir auch noch nicht genug. Da habe ich lieber jeden Monat alle Besten der Welt da. Aber das ist halt Geschmackssache und ich verstehe das auch, wenn man es anders sieht. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das von der LEC. Dann können wir rüber nach Amerika gehen. Und da darfst du dann direkt schon anfangen mit deinem Björksen-Rant. Ist okay für mich. Ja, das ist nicht so ein richtiger Rant, aber gegen wen haben die nochmal verloren jetzt? Ich habe das gegen TSM. Ja, gegen TSM. Ja. Das war der einzige. Ich glaube, das war auch das, wo es ein paar Tweets danach von gab, von so ein paar Leuten zu Björksen. Warte. So. Ja, also erstmal Team Liquid stehen da 4-1, ne, das ist ja schon mal. Nein, Team Liquid Honda. Ganz wichtig, Alter. Das ist natürlich jetzt Liquid Honda, ja. Wichtige Sache. Man könnte meinen, es ist ein Racing-Team. Bald Formel 1. Formel 1 E-Sports, Team Liquid Honda. Nice. Ja. Stehen da jetzt, auch wenn ich jetzt kurz gleich mal ein bisschen hate vielleicht. Stehen jetzt 4-1 da, ist ein guter Start, ne, ist Regular Season, whatever, auch wenn die jetzt nicht 4-1 stehen würde, das würde es nicht viel aussagen. Aber ist trotzdem, die Wins nimmst du mit, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Schedule von Liquid war, ob die jetzt schon gegen EG gespielt haben zum Beispiel. Weiß ich gerade gar nicht. Mortals, Dignitas, C9, TSM und FlyQuest, also ist jetzt. Also Müll. Ja. Ja. Was generell egal, gegen wen du spielst, ist ja eigentlich Müll. Das Ding ist ja halt auch, Cloud9 ist jetzt auch Müll. Ja. Und es gibt ja nur noch, es gibt Team Liquid und EG, die man als Top-Teams in den A sehen kann, glaube ich. Dann gibt es 100 Thieves, die da wahrscheinlich noch ein Stück drunter sind. Und der Rest ist Müll gerade. Also ja, wobei EG hat einen Bombenstart hingelegt. Ja, aber die haben auch einfaches Schedule gehabt. Ja. Genau wie Astralis, die müssen auch erstmal gegen diese vermeintlich schlechten Gegner gewinnen, ne? Von daher so good job, ne? Aber das ist schon, die Narratives, die jetzt da wieder aufgemacht werden, dass CLG jetzt das Ruder rumreißt und Dokla da in der Top-Lane der nächste Beste im Westen ist und sonst, also keine Ahnung, das ist schon wieder wild. Aber das ist schon traurig, also ich hatte gefühlt letzten Split. Ja, also allein die Tatsache, letzten Split hattest du einfach Cloud9, du dachtest am Anfang mit LS, Junge, das werden jetzt Junge, die revolutionierenden Westen und dann hast du jetzt die Realität. Die ist einfach fucking Boden schon wieder. Zu Liquid. Ja, eigentlich kann ich mich gar nicht so drüber aufregen, weil die jetzt 4-1 stehen, aber so die Art und Weise, wie die schon wieder gespielt haben und wenn da ein Bjergsen, der von vielen als NA-Goat verhimmelt wird und
ja, da sonst was für Lobeshymnen auf ihn gesungen werden, obwohl da auch andere auf der Position schon deutlich mehr gerissen haben in NA, gerade was Worlds angeht und so. Und dann spielt ihn da gegen TSM und Maple sieht aus, weiß ich nicht, als ob er gar nicht weiß, wo er gerade ist oder wie er heißt. Und Bjergsen wird einfach absolut krass von ihm gegappt. Also ich meine, das war gegen TSM. Es gab, würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so wäre. Also mindestens ein Game wurde Bjergsen unnormal gegappt von irgendeinem richtigen Müll-Midlaner. Und ja, also ich weiß nicht. Das ist auch für mich dieses Team Liquid. Das ist einfach kein International Top Team. Und vor allem, wenn man sich anguckt, das ist ja nicht nur Bjergsen, das ist auch ein Bippo, der meiner Meinung nach kein, also der ist in NA bestimmt ein sehr guter Top-Laner, aber International nichts Besonderes. Centaurin ist sowieso nichts Besonderes. Und dann hast du die Botlane, die eigentlich, ne, die Midlane auch, weil ne, die meisten sagen so Bjergsen, NA Gold Midlane oder sonst was. Aber die Botlane mit Huntshammer und Core JJ, das sollte eigentlich dein richtiger Junge, deine absolute Starlane sein, die übertrieben carried und die sehen auch aus wie, weiß ich nicht, als ob die das erste Mal zusammenspielen würden gerade. Also irgendwie Liquid überzeugt mich überhaupt nicht so, wie die aussehen. Ja, Liquid ist, also ich weiß noch im letzten Split, wo wir gesagt haben, ja, von den Namen her muss das eigentlich das beste Team in NA sein. Aber ich glaube auch da, das Team einfach gebrochen. Nach dem letzten Split. Und ja, ey, also ich glaube auch, vor allem, weil das Roster hat ja auch nicht wirklich Zeit, sage ich mal. Also klar, ist immer schwierig zu sagen, wie viel Zeit hat ein Team und whatever so. Aber wenn ich mir angucke, Bjergsen ist gefühlt schon, Rentner ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber ich meine, der ist auch schon 26, Centaurin 25. Das sind Spieler, da würde ich sagen, die sind halt jetzt schon eher am Zenit oder schon überm Zenit. Also ich würde, Bjergsen ist, der wird nicht mehr besser so. Das ist immer natürlich eine schwierige Aussage, klar, gerade im E-Sport. Aber ich habe das Gefühl, das Ceiling von diesem Team ist nicht so hoch, dass sich das lohnt. Aber es ist generell, das ist ja, finde ich, bei NA-Teams das Problem. Egal wie krass du halt in NA bist, bei Worlds kommt halt die bittere Überraschung so. Boah, was heißt Überraschung? Die bittere Wahrheit. Und da stehst du halt, egal, da könnten die besten Spieler in NA sein, die würden da heutzutage nichts mehr reißen. So, und auch wenn man da jetzt sagt, so, ja, okay, NA-Team Liquid, das ist ja sogar legit ein EU-Team, Alter. Also da ist ja legit kein Amerikaner in diesem Team. Und, die Europäer und Koreaner. Ja. Das ist halt wirklich heftig. Und auch wenn ich mir EG angucke, bin der festen Überzeugung, EG steht nicht da, wo sie sind, ohne Impact und Inspired. So, da würden wir, glaube ich, über Yo-Yo-Pyun, Danny und Vulcan, da würden wir, glaube ich, lachen, so, wenn wir die im International Play sehen. Mit eben nicht Inspired und Impact, sondern, I don't know, irgendein Blaber und Fudge oben noch. So, also gut, Fudge ist jetzt, wäre auch Import, aber. Du weißt, was ich meine. Also, true, ja. Das ist halt, ja, NA, diese Region, das ist einfach ein Witz und ein Widerspruch in sich. Und ich finde das wirklich heftig, was aus dieser Region geworden ist, Mann. Ja, und das ist halt, wahrscheinlich gibt es keine Lösung, wie die Region besser wird, die jetzt von heute auf morgen funktioniert oder von diesem Jahr auf nächstes Jahr, gibt es nicht. Nur das Ding ist halt, dass jedes Jahr wieder, wenn es international wieder aufs Maul gibt, gesagt wird, ja, wir sind so Dogshit und was müssen wir ändern? Und dann kommt immer wieder, ja, wir müssen halt unsere Talents spielen lassen und sonst was. Aber passieren tut nie was. Also die Teams wissen ja auch, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Von daher macht es auch niemand. Und dann verändert sich halt auch in 3, 4 oder 5 Jahren wahrscheinlich nichts. Ja. Und Cloud9 hätte letztes Jahr, das war ein anderer Ansatz, ne, als das wäre ein komplett neuer Ansatz gewesen, den Cloud9 da gemacht hat. Sah erfolgreich aus, aber hat Cloud9 nicht gepasst, wie das da gemanagt wurde, obwohl der Erfolg da war. Von daher, ja. Ich glaube auch legit, das hätte funktionieren können. Also da bin ich der festen Überzeugung von, dass es hätte funktionieren können. Aber
ja, es ist halt einfach, es ist halt nicht dazu gekommen. Ich finde es wirklich schade. Aber einfach so dieser Blick auf dieses Spiel ist von LS einfach so anders. Und ich kann es voll verstehen, wenn Leute sagen so, ja, wie kann der Typ irgendwie eine Meinung haben? Der ist ja auch kein krasser Pro und bla bla bla. Aber ey, der Typ hat einfach so fucking viel Ahnung von diesem Spiel. Der Typ hat so einen ganz anderen Blick drauf. Da können wir als irgendwelche Solo-Queue-Heroes und egal, ob das jetzt irgendwelche Goldies sind, Bronzes sind oder meinetwegen auch irgendwelche Solo-Queue-Heroes, die da irgendwie auch im Master oder Challenger rumrennen, die haben einfach nicht den Blick auf dieses Game BLS. Und bin der festen Überzeugung, wenn der Typ einfach genau das machen kann und genau diese Spieler hat, die auch dieses selbe Mindset wie haben wie er, dann ist das so fucking anders und so effektiv, dass da keins von diesen normal denkenden, diese Standard-Meta-Teams, die könnten damit nicht mithalten. Also bin ich der festen Überzeugung von. Ja, also es hört sich jetzt gerade an, so als ob LS so gar nicht irgendwie schuld dran gewesen wäre, wie das geendet ist. Nee. Das willst du natürlich nicht sagen. Also ich bin auch im Übrigen, ich sage nicht, dass LS das einfachste Erfolgsrezept ist oder nicht. Der Typ ist fucking anstrengend und der Typ hat Ansprüche. Der Typ braucht 5 perfekte Spieler, die alles perfekt zu 100% spielen. Und damit das halt in der Theorie funktionieren würde, das sehe ich voll ein und das ist absolut unrealistisch. Ich bin aber der Meinung, dass das, wenn man das so hinbekommen würde, einfach unbeatable wäre. So. Unbeatable würde ich glaube ich nicht sagen, aber das, also man hat gesehen, mit wie wenig Zeit da in NA schon gut was funktioniert hat, ja. Ja. Gut, es ist halt auch nur NA. Ja, aber das hätte auch ein direkten Dumpster-Fire sein können. Also ich habe ja auch. Ja. Predicted, dass das, ja, da, dass das da in Flammen aufgeht und ja. Ich meine, war es dann ja auch, aber aus anderen Gründen. Ja, nicht weil das keinen Erfolg gebracht hat. Ja, also ja, sehr heftig. Ja, ansonsten LCS, CLG haben wir eben schon angerissen. Einfaches. Wer spielt da jetzt überhaupt alles? Also Dokla, Contracts, Palafox, Luga, Pumi. Pumi, ja. Digga, was haben die alle mit Scheiße in ihren Namen? PoE, ich bin ja eigentlich ein großer PoE-Vertreter, ich finde den wirklich sehr cool, aber der soll wohl arg reingeintet haben. Also irgendwie auf Twitter habe ich ganz viel gelesen, dass der richtig scheiße gewesen sein soll. Hoffe ich natürlich nicht, weil ich ihn mag, aber ja, ich weiß nicht, weil die Spiele von den Teams, die gucke ich mir halt nicht an. Also. Nee, ich habe mir jetzt auch nicht alles reingezogen, aber ich kriege auch die Narratives mit und hier und da auch so ein paar Sachen gesehen. Also Immortals, das Team gerade von PoE, also alleine was die da drafttechnisch hinstellen, das ist eine absolute Frechheit. Und da frage, also da kannst du wirklich, ja, ich frage mich, wie das halt geht. Also da fehlt jegliches Verständnis für Drafts, für Champion-Matchups oder sonst was. Also das ist eher so, ich kann das halt gar nicht, ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann. Also jeder Spieler auf dem Niveau, auch wenn ein A-Niveau jetzt arguably nicht so hoch ist, jeder Spieler auf dem Niveau, der so viele tausend Stunden in dieses Game steckt, hat irgendwo ein Gefühl dafür, ne, was funktioniert und was nicht. Und dazu noch, der ganze Coaching-Staff drumherum, das ist ja auch ein großer Teil der Aufgabe von denen, das hinzukriegen. Und dann draftest du da so einen Müll zusammen teilweise, wo du wirklich, also ne, ich finde ja auch draftest hier und da oder auch jemand wie LS, der vielleicht meiner Meinung nach vielleicht einen Draft ein bisschen überbewertet darstellt. Oder ich finde, der Draft ist ein bisschen überbewertet und er stellt ihn zu wichtig dar. Mhm. Aber also das sind wirklich teilweise so schlechte Drafts, da sage ich auch, Digga, du hast schon verloren, bevor das Game überhaupt angefangen hat. Ja. Draft ja generell so ein Thema, also ich bin schon in der Kategorie, Draft ist wichtig, aber der bringt halt der beste Draft nichts, wenn deine Spieler halt einfach reininnen oder mit den Matchups nicht klarkommen oder ja einfach mal, also ein Draft bailt schlechte Performance halt nicht aus, so. Oder wenn man nicht das Gefühl hat dafür, wie man die Comp halt auch spielen muss. Und das ist, finde ich, irgendwie so ein bisschen
Ja, also es stimmt schon, dass es overrated ist. Ich glaube aber, dass da auch viel, wenn du schon im Draft so planlos aussiehst, dann will ich gar nicht wissen, wie es im Practice aussieht, ob du dir da überhaupt Gedanken machst, was so Comps angeht und wie man Comps vernünftig spielt. Weil, wenn du halt im Draft planlos bist als Coach, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du es halt im Training bist. Weißt du, wie ich meine? Ja, schon. Das ist halt, aber ich glaube generell, also dieses ganze Coaching-Ding in NA, klar, wir haben auch in der EU sehr weirde Drafts, also überall auf der Welt haben wir weirde Drafts, aber ich glaube, diese Coaching-Mentality, das ist ja jetzt nicht nur so ein LOL-Ding, das ist ja auch in anderen E-Sports so, dass die Mentality, was Coaches angeht, in NA ganz, ganz anders und auch nachgewiesen schlechter ist als das, was in EU und in Asien, Leute, da kenne ich mich jetzt mit den Coaches null aus. Aber ja, ich glaube, da wird so Coaching und so auch deutlich ernster genommen. Das ist so meine Wahrnehmung von außen zumindest. Das ist schon Fakt, dass auch in Asien, in der APL, in der ACK Coaches viel mehr Einfluss haben, ne? Ja, also wenn die sagen, wir draften jetzt das, dann wird das gedraftet, Alter. Und dann gibt's da eigentlich keine... Naja, klar kannst du dann immer noch, ne, das ist ja nicht völlig autoritär. Und klar können die Spieler dann sagen, ey, was ist damit? Ich finde das besser, wenn der Coach dann sagt, nee, wir machen das, was ich möchte, dann wird es gemacht. Und dann und auch dann gibt es ja auch so ein paar Videos oder so davon, so eine Coaching-Ansprache, so ey, der wird dann halt auch mal ein bisschen lauter oder so. Oder halt nicht... Es gibt auch Sachen, es gab ja auch schon Skandale mit, oder was heißt Skandale, so auch Rechtsstreite und so, zum Beispiel in der ACK bei DIX war das damals mit Sword, der Toplaner und der Coach, ich weiß gerade nicht mehr wie er heißt, aber auch ein bekannter Coach, wo das dann halt vor ihn angeblich auch irgendwie körperlich verletzt hat und so, und das ging dann vor Gericht und dann hat der Coach aber am Ende Recht bekommen und so. Aber also das, ne, ich in NA und auch in Europa ist es auch so, Coaches sind schon viel eher halt wirklich, ja, weiß ich nicht, so die Kindergärtner vom Team, so die da das Team irgendwie zusammenhalten sollen und gucken, dass da nicht jeder wegtiltet. Und auch der Draft wird hauptsächlich von den Spielern gemacht. Also wenn die Spieler sagen, ey, das Matchup ist gut, gib mir den, dann wird es meistens gemacht, ja. Damit sicherlich hier und da bei dem einen oder anderen Coach auch ein bisschen strenger oder so, aber insgesamt ist das halt viel lockerer als in der LPL und der LCK. Und das ist auch, ich finde, im Vergleich dann auch zu CS zum Beispiel, Coaches viel mehr Einfluss und also kann man auch nicht auf alle Teams beziehen, aber bei Astralis, bei dem Go-Team damals, Sonic, der da natürlich, also der war der Boss vom Team, Alter, und das hat halt auch so zusammengepasst. Oder auch ein Vitality, die ja jetzt dieses Jahr nicht, aber die letzten paar Jahre, die sich da ein ordentliches Team aufgebaut haben, und X-Stars, der da als Coach eigentlich von der Orga die komplette Kontrolle bekommen hat und da auch sein Team zusammengebaut hat und Erfolg hatte. Ja. Coaches sind fucking underrated in E-Sports, meiner Meinung nach. Ja, auch von den Orgas halt auch, ne? Also, ja, das liegt ja im Endeffekt dann auch. Also klar, wenn du als Coach das auch nicht kannst, wenn du nicht die Persönlichkeit dafür hast, so auch eine Autoritätsperson zu sein, dann ist das auch deine eigene Schuld. Aber das liegt auch größtenteils daran, dass die Orgas den Coaches nicht die Macht geben, überhaupt sowas entscheiden zu können, sondern die dann auch da auf der Seite der Spieler sind. Ist eigentlich der Immortals-Coach der alte Liquid-Spieler, der so toxisch war? Ich weiß jetzt nicht genau, welchen alten Liquid-Spieler du meinst, der toxisch war. Aber der Immortals Coach ist gerade Maleclipse. Von dem habe ich. Mal gucken, wer das ist. Wer ist der? Maleclipse. Sagt mir jetzt auch nichts. Er war mal bei Liquid. Aber war Positional Coach, also. Spieler sieht nicht so aus.
Dardoch. Dardoch, nee. Ist der Coach mittlerweile? Ist der nicht auch in irgendeinem Coaching-Staff? Ist der, glaube ich, drin. Aber ich wüsste gerade nicht, bei welchem Team. Dardoch. Ja, Dardoch hat ja bei Immortals Academy ist der. Immortals Academy, okay. Roster ist der Coach. Ja. Also der ist damals bei Liquid rausgeflogen, weil er zu toxisch war, ne, glaube ich. Und danach, ein paar Jahre oder ich weiß nicht wie später, aber der war ja auch noch bei TSM und da hat auch nichts zusammen funktioniert. Dann gab es ja die Story da, wo Doublelift gestreamt hat und im Hintergrund da Lina, seine Freundin, die Präsidentin, glaube ich, von TSM zu der Zeit, wie die, und man hat einfach im Hintergrund in Doublelift Stream gehört, wie sie telefoniert und so gesagt hat, ja, Dardoch, wir wollen loswerden, aber keiner will den haben und so. Junge, das war zu krass. Oh Mann, Alter. Und dann, Junge, das ist halt erstmal, ne, also, das ist so krass. Alleine die Tatsache, nicht nur das, was im Stream gesagt wurde, sondern Doublelift war ja auch Spieler zu der Zeit bei TSM und sie redet vor Doublelift über einen Mitspieler von ihm. So, das ist so krank. Das ist alles. Junge, dass das auch ohne irgendwie, weiß ich nicht, ohne dass da irgendwelche Strafen verhängt wurden oder so durchgegangen ist und die immer noch da überhaupt in der Szene geduldet werden, das ist absoluter Wahnsinn. So eine unprofessionelle Scheiße. Ah. Das willst du hören. E-Sports ist generell, in den meisten Fällen habe ich das Gefühl, noch sehr unprofessionell. So. Ist sonst noch irgendwie was in der ist, ja, TSM 2-3 jetzt. Okay. Ist halt TSM. Glaube ich, wird keine Relevanz haben. Auch Cloud9 sieht auch nicht sonderlich relevant aus. Einfach abwarten. Also ich bin wirklich underwhelmed von der Stärke von den Aim. Ja, ne, Cloud9 sah jetzt scheiße aus. Liegt natürlich auch daran, dass Berserker da sein Visa-Problem hatte, nicht spielen konnte. Und dann hat ja die Academy Botlane gespielt. Aber auch ne, die Tatsache, dass Sven da jetzt der Support sein soll. Also, ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also grundsätzlich, Jensen Midlane, ich bin ja schon, ja, was heißt, ne, ich bin nicht Jensen-Fan, aber wenn jemand fragt, ob Bjergsen oder Jensen mehr Erfolge hat, dann ist es eindeutig Jensen. Für mich und glaube ich auch faktisch so richtig. Vor allem was International angeht. Aber ja, also auch für mich ist Fudge auch völlig verbrannt. Also für mich persönlich. Ich glaube insgesamt für die Community nicht. Aber für mich ist Fudge einfach verbrannt. Weil der weiß einfach selber nicht, was er will. Also und lässt sich da auch von dann seinem Team da rumschieben und keine Ahnung. Also es ist. Hat, finde ich, keine Zukunft. Gibt es morgen eigentlich noch einen Stream Velo oder so? Morgen. Morgen wird schwer. Es ist dieses Wochenende. Meinst du, also Sonntag? Du redest jetzt gerade von Gaming, ne? Ja, Gaming Velo. Also könnte höchstens sein, dass ich es irgendwie mittags irgendwie mal einschieben kann. Ich verspreche aber lieber mal nichts. Aber Sonntag haben wir auf jeden Fall nochmal einen CSGO-Livestream, wo wir dann nochmal über CSGO reden. Und. Ja, wie gesagt, ich möchte nichts versprechen, weil ich weiß nicht, ob ich es halten kann. ja. Wollen wir nochmal kurz LPL und LCK irgendwie anreißen, nur zumindest irgendwie was so Standings und so angeht? Oder hast du da auch Narratives mitbekommen? Weil das, wie gesagt, das verfolge ich ja jetzt nicht unbedingt so sehr. Ich habe jetzt nur einmal geguckt gehabt für die Highlights, also dass halt T1 gerade wieder ganz gut steht, dass JDG, Victory 5 in China undefeated sind. T1 hat verloren. Gegen die AX oder gegen Genji? Müsste. Hier T1. T1 gegen. Was ist denn das hier? Freaks? Gegen die Freaks verloren? Okay, Leute, ich hab gedacht. Ich
Ja, was? Ja, nein. Gegen Freaker? Ich mein, nee, die heißt jetzt anders, ne? Guangdong Freaks, Alter. Freaks, ja. What the fuck? Ja, gut. Ja, also in der ACK ist es gerade so, hauptsächlich, also T1 sieht wieder gut aus, ne? Da wurden dann auch schon wieder, gab es, glaube ich, so ein paar Reibereien auf Twitter oder so, weil so Leute wie Ivy Dominate dann jetzt wieder gerade so ein paar Jokes machen, ja. T1 magischerweise bei MSI nicht gut ausgesehen und das muss alles Ping gewesen sein, warum die nicht so gut waren und jetzt in der LCK sind sie ja wieder das beste Team der Welt, eindeutig. Also ich glaube, jeder, der noch irgendwie argumentiert, dass die LCK insgesamt besser ist als die APL, hat halt einfach keine Ahnung oder lügt sich selber was vor. Ist halt einfach so. Und LCK Standings auf. Also Genji ist ein, von den Namen her, ein krankes Team mit Rula Lehens, kranke Botlane, Rula vielleicht besser ADK wie der Welt, wenn er in einem Contender-Team spielt. Peanut sah letzten Split eigentlich auch gut aus, auch, Digga, insane Legacy als Jungler, krasser Typ. Und ja, über Chovy, also was der für ein Potenzial hat und wie der spielen kann, das weiß eigentlich jeder, ne? Nur halt, also Doran für mich halt eine Schwachstelle in der Top-Lane. Nur das Problem bei diesem Team ist einfach nicht der Skill oder sonst was, sondern das sind einfach Choker. Und das ist einfach Genji. Bevor die Genji waren, das Team davor, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen. Das sind einfach Choker, Digga. Und der Core von dem Team ist einfach ein Choker-Core. Der Core wurde ja auch schon mal ein bisschen, das ist ja gar nicht so derselbe Core, sondern das wird ja auch geswitcht, aber das weiß ich nicht, mittlerweile. Der Fluch wurde einfach auf Genji übertragen und die Orga ist einfach verflucht. Das ist aber schon einfach bei Genji. Und ja, also deswegen ist es eigentlich egal, wie Genji Regular Season spielt oder auch Playoffs, die verkacken am Ende. Da kann man von ausgehen. Und deshalb hast du, DRX steht jetzt auch noch 4-1, Damwon hat ja wieder Noguri in der Toplane, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, Noguri ist wieder da. Also du hast wieder deine Topside da. Noguri, Showmaker, Canyon ist halt namentechnisch natürlich der Wahnsinn, aber soweit ich gehört habe, sah Noguri bisher auch ziemlich scheiße aus. Hat ja letzten Split gar nicht gespielt. Also ACK ist halt für mich... Also Genji ist klar ein Top-Team, aber die haben einfach, das ist halt wie Rogue in der LEC, nur dreimal so schlimm, was die Konstanz beim Joken angeht, so gefühlt. Und wenn man dann in die APL guckt, Victory 5 sah halt krass aus. Bei Victory 5, das ist ja auch das Team von Rookie, die letzten Split auch schon so gut aussahen und in den Playoffs dann verloren haben gegen ihr scheiß Kryptonit. Also die nehmen alle auseinander, nur gegen Top können die einfach nicht gewinnen oder konnten nicht gewinnen letzten Split. Und dann haben die in die Playoffs bekommen und dann sind die da rausgeflogen. Das war auch irgendwo unlucky. Und Rookie sah letzten Split ja eigentlich aus wie der beste Midlaner der Welt, so insgesamt. Und der hat bisher nicht gespielt in dem Split. Da spielt gerade Dream, heißt der. Warte, ist hier ein Bild von dem? Nee, die haben hier kein Bild von dem, Alter. Weil, das hat aber letztens Ivy Dominate in seinem APL-Stream gezeigt. Digga, der sieht einfach legit genauso aus wie Showmaker. Also, der sieht mehr wie Showmaker aus als Showmaker. Das ist einfach Dreammaker. Und der spielt halt, der nimmt momentan gerade alle auseinander in der APL. Also, der sieht komplett krank aus. Und, also Rookie ist nicht gebencht, sondern, soweit ich weiß, ist, glaube ich, da der Vater vor einer Weile gestorben und deswegen hat er sich da so eine Auszeit genommen und deswegen spielt gerade Dream. Aber ja, also der Dream, der nimmt gerade alle Hops. Ist sonst noch irgendwie so ein Team, was irgendwie so Underdog-mäßig da so irgendwie low-key bestes Team der Welt sein könnte, oder? Ich gucke hier gerade noch einmal durch. Ding ist halt, Top ist halt auch wieder krass dabei
Und halt, Junge, dieser Wayward, das ist einfach vielleicht bester Toplaner der Welt, Mann. Die haben ja eigentlich letzten Split schon Zoom geholt. Und Zoom war ja die letzten Jahre mit einer der besten Toplaner und dann war der bei Top und hat einfach richtig scheiße gespielt. Und dann haben die diesen Wayward geholt, auch aus irgendeiner Gammelliga. Und da kommen jetzt in letzter Zeit übel viele hoch, die einfach richtig krass sind direkt. Und dieser Wayward kam da auch her und schlägt einfach instant ein und der spielt einfach wie ein Monster in der Toplane. Mhm. Und du hast Wayward Toplane, Knight in der Midlane. Und ein Jackie Love ist auch ein ordentlicher AD-Carry im richtigen Team. Ne? Also du hast da schon ein brutales Team. Und Tian halt im Jungle mittlerweile bei Top. Also Tian, der sieht da momentan auch wieder ziemlich gut aus. Gut. Sonst, fällt also bei RNG, ich weiß, das hast du glaube ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das war ja. Warte. Nee, hier ist das auch noch nicht geupdatet. Junge, was machen die eigentlich auf dem. Updaten die diese Website eigentlich überhaupt mal? Digga, das ist ja. Weil bei RNG, die haben ja MSI gewonnen. Ja, die haben Bin, die haben ja mit Bin auch gewonnen, MSI. Ja. Und dann war ja da. Jetzt gerade spielt da Brief von BLG, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Weil die hatten Bin auch von BLG, oder? Ich glaube, die hatten Bin von BLG. Und das war kein Kauf, sondern das war ein Trade quasi gegen Tooling. Uzi. Ja. So, hä? So. Ich glaube, Bin war bei Tooling. Der war früher bei Tooling. Aber wo war Uzi jetzt? Hier, doch bei BLG. Bei BLG, ja. Also, warte mal. Bin war bei Tooling, S, Tooling, Weibo, RNG, Bilibili jetzt. Ja, genau, BLG ist Bilibili. Ja, jetzt ja. Ja. Also, hä? Davor war er bei Weibo. Oder Weibo, whatever. Ja, also das war halt so ein Ding. RNG hat Bin nicht gekauft, sondern die haben den getradet gegen Uzi, weil Uzi hatten die ja noch unter Vertrag. Und dann war Uzi bei BLG, aber dann hat er doch wieder gesagt, nee, meine Karriere ist doch vorbei, ich spiele nicht mehr. Und dann war das quasi nichtig und deswegen wollte BLG Bin zurückhaben. Oder auf jeden Fall haben die Bin bekommen, weil bei Uzi das nichtig geworden ist, weil er nicht mehr spielen wollte. Und deswegen konnten die Bin nicht halten und dann haben die sie jetzt Brief geholt. Ja, so ein Ding, keine Ahnung. Aber ist halt schon komisch, wenn der MSI-Sieger auf einmal seinen Toplane austauscht. Aber ja, aber Brief ist auch krass. Also ich würde sagen, insgesamt, das ist auch so der Contents, glaube ich, der Brief ist schon konstanter. Also Bin hat vielleicht so ein bisschen höhere Höhen, aber der hat auch viel tiefere Tiefen und Brief ist da halt vielleicht ein bisschen konstanter. Mhm. Aber ja. Also die LPA sieht schon wieder krass aus. Ja, ein weiteres erfolgloses Jahr für Europa. Ja, sehr wahrscheinlich. Was mir aufgefallen ist, ist, dass FPX echt scheiße aussieht. Ja, die sind auch richtiger Müll. Da kommt ja auch Summit jetzt noch hin, der ist ja noch nicht da, ne? Mhm. Aber der hilft doch dann. Nö, der hilft gar nichts, Alter. Also klärt das auch, also momentan, wer richtig was abbekommt, ist halt von der Community, ist halt Clit, weil der wirklich, also der spielt halt wirklich, als ob der keine Augen, keine Hände, weiß ich nicht, also gar nichts hätte. Und ne, das ist halt wirklich bei Clit, da verliert man so einfach den Blick dafür, dass der vor ein paar Jahren Weltklasse Jungler war, ne? Und jetzt ist das halt wirklich, also kannst du dir nicht angucken, was der zusammen spielt. Der hat ja in der LCK unnormal abgerissen, ne? Bei T1. Ja. 2019, glaube ich, alles geholt gehabt. Ja, 2019 dann MSI gegen G2 verloren, im Halbfinale und Worlds auch im Halbfinale gegen G2 verloren. Ja. Tja, so läuft das. Hast du noch was, wo du drüber reden möchtest? Nee, ich glaube, das war's. Dann würde ich nämlich sagen, dann sind wir auch relativ gut mit der Zeit.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, whatever. Ihr hört es ja öfters irgendwie auch mal bei Autofahrten oder so. Von daher, vielen, vielen Dank. Denkt dran, Like da lassen, Abo da lassen und in Zukunft gerne auch bei Twitch mit dabei sein. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen und hören uns und andere Kanäle abchecken. Ihr wisst Bescheid und haut rein. Ja, ciao.